Als liegt das Boot auch hier, ja, nicht mehr im Bootshaus, okay. Fallen wir da eigentlich ins Wasser? Nicht wirklich. So, ich wollte noch mal ein bisschen im... Oder hatten wir im Garten rumgeguckt? Nicht wirklich, oder? Also so ein klein bisschen, aber nicht gründlich, glaube ich. Waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da hinten sehe ich doch von hier noch was liegen. Ja, das ist das Zirkusding. Voll gut. Okay, ein Gegenstand noch. One more thing to find. Okay, ich glaube, hier ist Feierabend. Wie finde ich das Spiel? Also, es haut mich jetzt nicht komplett um, aber so für zwischendurch ist es mal ganz nett. So, im Bunker waren wir drin, ne? Ja, da hatten wir das Schloss geknackt direkt am Anfang. Ach genau, das war das mit den... oder? Ja, genau, doch, da haben wir den Strom ausgestellt, das war die Nummer. So, ein ranziges Item fehlt hier noch irgendwo. Wow. Okay, ich... Okay. Das Spiel schuldet mir $800. Naja. Mit falschen sogar noch mehr. Wenn wir ehrlich sind, aber... Können wir nicht einfach Onkel Billy verkaufen? Wo könnte dieser letzte Gegenstand noch sein? Findest du das Falschen zu hektisch gemacht? Ich finde es okay. Also am Anfang dachte ich auch, wow, das ist super schnell, aber es geht eigentlich. Also man gewöhnt sich dran. Ich finde es falsch und halt prinzipiell super unnötig. Also es ist halt so, ist jetzt einfach nicht so ein spannendes Minispiel, dass ich das ungefähr 78 Mal machen möchte im Spiel, aber sei es drum. Ist der letzte Gegenstand. Wir können hier auf jeden Fall nochmal aufräumen. Nicht gehen ohne den letzten Gegenstand jetzt, oder? Du hast Angst davor, die Insel zu erkunden? Ach, der gibt uns sogar den Hinweis, dass wir auf die Insel kommen, ja? Also würde, wenn wir es nicht eh schon, also wenn wir es nicht eh schon rausgefunden hätten. Wir können noch mal auf die andere Seite vom Dach gucken. Ich glaube, so viel sind wir draußen gar nicht rumgelaufen. Also, draußen schon, aber nicht oben. Na, hier waren wir, glaube ich, überall. Hier ging es hoch, okay. Wir gucken kurz nochmal hier unten durch, aber hier ist außer einer Menge Schmutz nichts mehr. Nur zur Sicherheit, aber die Uhr ging nicht, ne? Nee.
Okay. Ja, dann gehen wir. Achso, was war die Kiste? Die hatten wir aber auch. Dann gehen wir doch nochmal raus aufs Dach. Oh ne, vorne auf dem Vordach ist aber auch nichts, okay. Hier waren wir tatsächlich doch. War ich mir nicht mehr so sicher. Also kann halt auch sein, dass wir auf der Insel jetzt noch eine Sache übersehen haben. Das ist jetzt natürlich nervig zu suchen, ne? Also wir brauchen das Item jetzt wahrscheinlich auch nicht dringend, aber ich hätte es einfach gern vor Completeness, weil wir sonst eigentlich alles haben. Bis auf das Auto, was uns durch einen Bug entführt wurde. Aber es wurde zumindest als komplett angezeigt. Wenigstens das. So, hier oben ist auch nichts mehr, ne? Ne, hier ist wirklich nichts. Unten waren wir gerade. Kommen wir hier nochmal aufs Dach? Aber da war auch nichts. Haben wir vom anderen Dach her gesehen. Kommen wir denn drüben hin? So, auf jeden Fall nicht. Das ist super gelaufen. Bestimmt irgendwo in irgendeinem Busch, wo man es niemals sehen kann. Ich weiß nicht. Meistens findet man die Sachen schon relativ gut. Also wir haben eigentlich selten lange nach irgendwas gesucht, oder? Ich überlege gerade. Eigentlich ging das alles relativ gut. Okay, hier ist aber auch eine unsichtbare Wand, oder? Ja. Da hat Gronkh auch ewig gebraucht und das war dann ein Hut auf irgendeinen. Den Hut haben wir tatsächlich. Also auf der Insel haben wir alles relativ gut hingekriegt, glaube ich. Also wahrscheinlich ist es doch noch irgendwas auf der Insel. Ich fahre jetzt auch nochmal rüber. Aber den Hut haben wir. Also die Insel ging eigentlich echt relativ schnell, muss ich sagen. Also wir waren hier in der Höhle auf jeden Fall. Hier haben wir den Hut her. Also ja, das macht nur die Tür wieder zu. Die kann aber gerne offen bleiben. Da vorne liegt noch irgendwas, aber ich glaube, es ist einfach Müll. Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, wo ich hier drauf treten darf, ne? Ach, das ist das Teil, was wir nicht einsammeln können. Ja, okay. Aber das zählt auch nicht mit zu den Items. Jo. Okay. Das ist bestimmt Otis. Also hier sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Hinterm Wasserfall waren wir auch. Also wir waren hier, wir waren hinterm Wasserfall und da drüben kommen wir gerade her. Also in der Höhle ist, glaube ich, echt nichts mehr. Richtig, da konnte man nicht drauf. Komme ich da? Nein, komme ich ganz knapp nicht hin. Es geht aber, oder? Nein, es geht nicht, okay. Ja, und da waren wir gerade. Also da kann man ja andersrum laufen. Da ist halt auch nichts. Noch irgendwo was. Hier ist noch ein Stein, den wir kaputt machen können. Aber hinterm Wasserfall war auch nicht noch mehr, ne? Hier war das eine Item. Das war der Hut. Also kann halt wirklich sein, dass hier noch irgendwo irgendwas liegt auf dieser Insel, ne? Sein, dass hier oben irgendwo im Zweifelsfall was vergraben ist oder so. Auf dem Feld. Hier ist noch eine Grabstelle, oder? Also zum Graben. Wobei in den anderen beiden Sachen war halt auch nichts drin. Ne, hier halt auch nicht.
Hier noch irgendwas? Nein. Eine Grabstelle. Leichenschänder. Die Leiche lag in der Höhle, aber da kann ich nichts dafür. Finde eine Grabstelle ist auch eine Stelle zum Graben. Nicht unbedingt zum Begraben, sondern auch zum Ausgraben. Das ist der Unterschied zwischen Grabstelle und Grabstätte. Okay, hier sieht es so aus, als würde es irgendwie noch reingehen. Aber ah nee, hier kann man einfach nur unter dem Gestrüpp durchgucken. Okay, das ist alles. Können wir das Totem mitnehmen? Nee. Die Leiche wurde schon geschändet. Ich gucke nur nach, ob es noch was gibt. Hm? Genau. Schau nur nach, ob sie auch quasi ordnungsgemäß geschändet wurde. Kommen wir hier noch hoch? Das geht doch bestimmt, oder? Okay. Da gibt man sich alle Mühe, hier hochzukommen und hier ist nichts. Ich bin enttäuscht. Tja. Aber ich würde jetzt von hier zumindest spontan auch nichts sehen, wo wir noch nicht waren. Also wir können da vorne nochmal so hinlaufen. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Wir können halt hier tatsächlich nochmal querfeldein. Ich weiß nicht, ob wir hier... Ich glaube, da kommen wir gar nicht lang. Nö. Geht nicht. Nee. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Dann wird da wohl nichts liegen. Hier ist noch Müll. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir suchten. Hm. Tja. Gute Frage. Das alte ranzige Boot hier können wir nicht verkaufen. Das ist auch eine unsichtbare Wand. Da ist auch nichts drin, oder? Das Ding hier hinten oder so? Nein. Hier waren wir auch. Das können wir uns komplett schenken. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Wahrscheinlich hängt irgendwo im Haus an irgendeiner Wand noch irgendein Bild oder so. Oder irgendwo ist was hinter den Schrank gerutscht, was weiß ich. Fett. Verkauf den faulen Onkel? Mal gucken. Tamino, Dankeschön für den Resub. 17 Monate. Das sind fast 4 Jahre. Dankeschön. Ist das Zeug, was ich vorher zu viel gefunden habe? Gut möglich. Stimmt, wir hatten in dem einen Gebiet ja echt 2 Sachen mehr, als angezeigt wurden. Beziehungsweise wurde angezeigt, ist schon fertig und dann haben wir trotzdem noch 2 Items gefunden. Ja, pff. Keine Gegenstände links mehr. Also theoretisch noch einer, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da oben waren wir auch gerade schon. Okay. Sie wird jetzt noch einmal die Außenkante der Insel ablaufen. Um zu gucken, ob wir hier noch irgendwas zum Ausgraben finden. Hier war das Camp, ne? Genau, und hier war die Höhle, da hatten wir aber auch alles rausgeholt. Also da war ja auch nur ein Item. Die ist ja jetzt auch nicht so groß. Die gleiche Hülle, ne? Ja. Um nicht zu sagen dieselbe.
Okay, das ist unsichtbare Wand. Du siehst mich total in My Summer Car. Wäre das nix? So masochistisch veranlagt, wie du in Bezug auf Videospiele manchmal bist, wäre das genau meine, wäre das genau deine Krankenweite? Sagt mir ehrlich gesagt nichts. Muss ich mir mal angucken. Mach ich in der nächsten Pause mal. Und im Zweifelsfall nach dem Stream. Gosh dang it, da ist überall unsichtbare Wand, da kommen wir nicht durch. Weil wir halt auch auf diesen Felsen nicht raufkommen. Also da soll man, glaube ich, auch nicht rauf. Hier lag das Teil oben. Da liegt noch ein bisschen Holz, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig. Kommen wir da noch durch? Nee, ne? Nee. Oh Gott. Okay. Alles gut, vielleicht? Weiß nicht. Ich stecke hier so halb fest. Hilfe? Okay, wir sind wieder raus. Sehr gut. Das war ein bisschen gruselig. Nicht, dass das Spiel schon wieder abkackt. Hier ist wahrscheinlich noch irgendwo so ein kleines Erdloch, wo wir halt irgendwas nicht gesehen haben. Hier waren wir offensichtlich. Ja, hier waren wir auf jeden Fall. Da kommt man auch nicht rein. Och, ich weiß es doch auch nicht mehr. Und angesichts der Tatsache, dass wir es ob des Autos jetzt eh nicht auf 100% spielen können, würde ich auch fast sagen, wir gehen. Ich guck mir mal, ich schreibe mir das mal auf, sonst vergesse ich das. Also ich kann dir nicht versprechen, dass wir was dazu machen, aber ich guck auf jeden Fall mal, was das so macht. Es klingt vom Titel her total schrecklich. Und als hätte ich da gar keinen Spaß mit, aber das habe ich mit vielen Wimmelbildspielen auch nicht. Von daher. So, wir gucken nicht nochmal auf den Felsen, weil wir jetzt auch dran vorbeigesprungen sind, aber auch da waren wir halt zweimal oben drauf. Das zum Buddeln hatten wir hier. Ah, keine Ahnung. Es muss halt auch nicht hier sein, es kann halt auch drüben sein. Die Kiste hatten wir gelootet. Ja, und da waren wir auch. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier gleich mal lüften. Wir haben hier... Oh Gott, es ist in diesem Raum einfach 5 Grad wärmer als draußen. Einfach schon wieder knapp 27 Grad hier drin. Das ist so einfach nicht nötig. Aber klar, bei der Grafikpracht von diesem Spiel kann der Rechner natürlich mal ordentlich heizen. So, jetzt müssten wir nur mal Onkel Billy wiederfinden. Das wäre totaler Knüller. Das ist die falsche Höhle. Ich will hier auch gar nicht nochmal rein, aber... Nein. Okay, wir gehen jetzt einfach durch die Höhle zurück. Ich habe immer das Gefühl, dass hier hinten noch was liegen müsste, aber hier ist halt auch nichts. Ah, hier können wir jetzt plötzlich noch graben, okay. Und da ist es. Froschfeuer. Ein Blasrohr, das von amerikanischen Ureinwohnern hergestellt wurde. Einige Teile sind bemalt, andere mit Schnitzereien versehen. Cool, dann haben wir es. Finde ich gut. Okay, das wurde jetzt beim Counter rechts, aber... Also links, also rechts. Es wurde auf jeden Fall im Counter nicht abgezogen. Was? So, das war jetzt der schnelle Weg raus. Ne, das war nicht der schnelle Weg raus. Schade, ich dachte, wir kommen automatisch auf der anderen Seite raus, aber... Scheinbar nicht.
Ach, komm schon. Natürlich starten wir hier. Okay, ist mir jetzt auch egal. Ich habe keinen Bock, noch was zu suchen. Vielleicht wurde es auch einfach quasi bugmäßig nicht vom Counter abgezogen. Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich? Was sagt die Karre? 20 von 21, also fehlt tatsächlich noch was. Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. So, wo lag die Schreibmaschine jetzt noch? Lag die hier vorne noch irgendwo rum? Oder ist sie jetzt inzwischen komplett weg? Ich glaube, sie ist einfach inzwischen komplett weg, oder? Wir lagern auf jeden Fall den ganzen Kram mal ein. Ist das jetzt noch nicht vollständig? Ach so. Jetzt ist es vollständig. Dann sammeln wir das mal ein. So einen Joystick haben wir auf jeden Fall gefunden. Der ist hier. Sind das alle Puzzleteile dann? Ah ja, und 3 zum Reparieren dann. 2, 3 zum Reparieren, okay. Perfekt. Dann reparieren wir doch erstmal die Waschmaschine. Wir hoffen, dass die jetzt nicht im Boden versinkt. Okay, das läuft. Oh, hier ist jetzt doch noch so ein... Wait, what? Ah, was für ein Umstand. Ach komm, es ist doch quasi schon hier drin. So. Du bist noch zum Reparieren und dann haben wir es auch. Das Stinkehaus. Ich bin gespannt. Okay, warum auch immer das Stinkehaus heißt, ich habe keine Ahnung. Achso, das müssen wir theoretisch gar nicht zurückbringen. Das können wir jetzt einfach einsammeln lassen. Voll gut. Dann... glaube ich mal pennen, oder? Können wir hier inzwischen... Oder gibt es hier oben... Ah, gibt es hier noch eine zweite Reihe Toilettenpapier, die dahin muss hier? Das kann natürlich auch sein. Waren die Beschriftungen hier vorher schon alle da?
halt nicht. Wo konnten wir denn unsere Collectibles nochmal einsehen? Irgendwo konnten wir uns doch... War das im Shop? Irgendwo konnten wir doch gucken, was wir an Postern und so haben. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ging. War das hier? Hier ist die Comic-App auf jeden Fall. Wow, da fehlen noch voll viele. Da fehlt einfach mal mehr als die Hälfte. Hier können wir auf jeden Fall eine Sache freischalten. Also eine Menge. Fehlt aber auch noch eine Menge, okay. Okay, das werden wir aber auch wahrscheinlich gar nicht vollständig kriegen, weil wir einfach bei dem einen... jetzt bei dem ersten Bitwar gar nicht alle Garagen gekauft haben, ne? Also insofern ist das wahrscheinlich eh eher hinfällig. Captain Vierauge, danke für den Prime Sub. Dankeschön. 8 Monate, Mann. Das sind fast 4 Jahre. Danke. Neustart incoming. Fahrzeugskin freigeschaltet, okay. Scheiß das ist, ne? Okay, das ist aber auch wirklich nur um Skins freizuschalten, also das ist letztendlich halb so wild. Oh Gott, das hört gar nicht auf. Fucking Red Zero. Ist doch nicht wahr. Den haben wir nicht bekommen. Trotzdem, also zumindest können wir ihn freischalten. 34% immerhin. It's something. So, wir haben aber auch keine Mails oder so, ne? Also wir haben quasi gar nichts. Wir können aber tatsächlich nochmal kurz unseren Laden ein bisschen bestücken. Dann ist das für morgen schon mal alles vorbereitet. So, und dann haben wir... Wir müssen immer noch einen Gegenstand reparieren. Wir haben noch 4 Sachen auf Lager. Noch 3 Sachen. Hier noch was rein? Nee. Wir müssen noch einen Gegenstand reparieren. Wait, what? Der ist auf jeden Fall reparaturbedürftig. Ach, das ist das... Hä? Das haben wir doch schon repariert gerade. Was? Ach, wir waren nicht fertig mit reparieren. Wir müssen auf der Rückseite auch noch. Okay. Okay. Meinetwegen auch das. Und dann können wir das jetzt aber nochmal platzieren, oder? In das Ding hin. Also hier wäre doch... Also hier wäre halt überall locker Platz, es sei denn, es muss wirklich auf so eine große Fläche, was ich mir nicht vorstellen kann bei einem Bild, aber... Okay, vielleicht gehen wir einfach mal pennen. Finde ich okay.